Hallo, mein Name ist Marius Ebert und wir sind mitten in einer Videoserie, in der ich zeige, wie Lernstoff in Frage- und Antwortform aufbereitet sein kann. Warum tue ich das? Weil das der Weg ist für eine gute Prüfungsvorbereitung, denn die Prüfung präsentiert uns mit einer simplen Tatsache, nämlich, dass der Stoff in Frageform formuliert ist. Wobei wir Frageform hier recht allgemein interpretieren, nämlich im Sinne auch manchmal von Handlungsaufforderung. Das heißt, man arbeitet dort mit Worten wie nennen Sie oder erläutern Sie oder beschreiben Sie. Wenn Sie das weiter interessiert, wenn das für Sie sinnvoll erscheint, diesen Weg weiter zu beschreiten, dann schauen Sie bitte unbedingt unter www.spaßlerndenk-shop.de. Ich rate dringend dazu, denn ich bekomme fast jeden Tag Mails mit dem Tenor, hätte ich sie doch eher gefunden, hätte ich das doch alles eher gewusst. Sie haben jetzt dieses Video angeschaltet und haben die Chance, sich das Lernen erheblich zu erleichtern. In diesem Video geht es um eine Frage aus dem Bereich internationale Wirtschaftsbeziehungen und die Handlungsaufforderung lautet, erläutern Sie das bestätigte, unwiderrufliche Akkreditiv. Und die Antwort würde ich gerne von hinten aufzäumen, nämlich Akkreditiv. Das Akkreditiv ist ein unbedingtes Zahlungsversprechen, das eine Bank gibt, und zwar ursprünglich die Bank des Importeurs. Der Importeur ist der, der die Ware bekommt und das Geld bezahlen muss. Seine Bank gibt stellvertretend für ihn sozusagen dem Exporteur ein unbedingtes Zahlungsversprechen. Das ist das Akkreditiv. Jetzt war gefragt, was ist unwiderruflich und bestätigt? Nehmen wir den zweiten Begriff. Unwiderruflich bedeutet, dass die Bank des Importeurs dies unwiderruflich tut. Das heißt, sie hat das Zahlungsversprechen einmal gegeben und ist daran gebunden, kann es nicht mehr widerrufen. Jetzt bleibt noch ein letzter Begriff, bestätigt. Bestätigt bedeutet, dass die Bank des Exporteurs dieses Akkreditiv nun bestätigt, also auch in dieses Zahlungsversprechen eintritt. Das ist die Antwort auf die Frage. Schauen Sie unbedingt aus den Gründen, die ich gerade erläutert habe, unter www.spaßlerndenk-shop.de, indem Sie klicken unterhalb des Videos. Klicken Sie auf den Link unterhalb des Videos. Alles Gute, viel Erfolg für Sie. Mein Name ist Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.